Hier können wir halt mit Fackeln diese diese Leuchtfeuer hier, diese Halter entzünden und noch etwas mehr Licht machen. Was in manchen Gebieten für die Orientierung gar nicht mal so schlecht ist. So. Gut, aber die Fackeln halten halt nicht ewig. Man hat unten einen Timer gesehen, den kann ich euch sogar mal hier im Inventar zeigen. Ja, noch 4 Minuten 25 haben wir Fackel. Also wenn sie angezündet ist. Und wir haben gerade zwei Sachen gesehen, auf die ich jetzt ansprechen wollte, nachdem ich hier alle Fackeln angezündet habe. Nämlich zu einem haben wir da hinten einen großen Gegner stehen, der komische Geräusche von sich gibt. So einen Gegner hätten wir auch da hinten finden können, wenn wir den Fußspuren gefolgt wären. Und die Jungs haben es wirklich in sich, das kann ich jetzt schon mal sagen. Deswegen ist es gut, dass wir noch nicht zu ihm hinkommen können. Denn dazu müssten wir durch diese Nebelwand, aber durch die Nebelwand kommen wir nicht, weil eine Statue den Weg blockiert. Die müssen wir also irgendwie erstmal aus dem Weg räumen. So, da wäre das Turm, das dazwischen zu verlassen. Aber wir wollen uns erst im Tutorialgebiet kurz umschauen, weil wir zum Beispiel da oben an die Leiter rankommen wollen. Und ja, ich werde hier im Tutorialgebiet fleißig die Fackeln einfach mal anzünden, wenn ich die Gegner dazu ausgeschalten habe, die im Weg stehen. So, ich nehme das Schwert zweihändig. Dadurch mache ich nämlich mehr Schaden. Und irgendwoher haben wir 200 Seelen bekommen. Ich stelle das mal jetzt nicht in Frage. So, das sind einfach mal in der Höhle. Man sieht schon mal, mit Fackelschein sieht das Ganze hier ein bisschen freundlicher aus. Auch wenn es Dark Souls untypisch ist. Zünde ich hier das Licht an. Schlag den hier tot, der sich da versteckt. Zünd die Fackel an. Und den Fackelleuchter, der hier bemerkt uns gar nicht, weil er fürs Backstep-Üben da ist. Wobei man das jetzt viel eher als einen Execute bezeichnen könnte, als einen Backstep. Ja, kritischer Angriff, also wirklich Execute, passt. Und ja, wieder Fackel. Die nehmen wir einfach mal durchgehend mit. Da hinten sehen wir übrigens die Nebelwand, die zu den Riesengegnern da führt. Aber da wollen wir erstmal nicht rein. Sondern hier weiter. Hier finden wir einen Dolch als Startwaffe für den Bettler. Und da ist ein mieser Bogenschütze gewesen. Dem konnten wir allerdings ziemlich gut ausweichen. So ein bisschen rennen, weil unsere Fackel hebt nicht ewig. Da ist noch ein Bogenschütze, dem bin ich zuerst ausgewichen. Wow. So. Jetzt können wir hier anzünden. Und die Fackel mal kurzzeitig wegstecken. So, hier kriegen wir noch einen Lebensstein. Auch wieder, wenn man Bettler ist, ist das gar nicht mal so schlecht. Und jetzt sieht man, wir sind oben an der Leiter, die ich vorhin gezeigt habe. Und hier ist ein vielleicht anderen Dark Souls Spielern oder die mein Let's Play von Dark Souls 1 gesehen haben, bekanntes Nest. Da können wir sogar mal hingehen. Und es kommt nichts. Okay. Die haben wohl noch keinen Bock, mir was zu sagen. Deswegen klettere ich jetzt hier erstmal runter, zünd da unten die Fackel neu an. Es gibt einen kleinen Trick. Also, wie man gerade gesehen hat, erstmal kann man jetzt Leitern runterrutschen. Das konnte man im ersten Teil auch. Aber man kann jetzt Leitern schnell hochklettern. Und während man an der Leiter hängt, läuft die Fackel nicht weiter. Was sehr praktisch ist. So.
Wir wollen jetzt hier vorsichtig drauf hüpfen. Genau. Das hier entzünden. Jetzt können wir die Fackel wegstecken und noch eine Seele ergattern. Sehr schön. Habe ich aus Versehen eine Seele verbraucht? Nö. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier wieder runter und dort die andere Nebelwand machen. Hier ist es erstmal auch wieder dunkel. Und der hier hebt sogar das Schwert zweihändig. Und fühlt sich damit ziemlich stark. So, sonst ist hier nichts. Ups, Schwert nicht wegstecken, das brauche ich noch. Gut. Ja, hier ist eine Fackelhalterung. Die zünden wir auch gleich schnell an. Hier ist nämlich ja gleich eine... Also ja, ich nenne das Ding einfach Fackelhalterung, auch wenn es eine Feuerstelle ist oder eine Feuerschale eigentlich. So. Stecken wir die Fackel weg und jetzt müssen wir darüber springen, was in dem Teil einfacher ist, weil wir einfach nur beim Laufen C drücken müssen und nicht auf die Leertaste hämmern müssen, wie blöd. Ah, gelbes Kraut. Ist eigentlich nichts Besonderes. Achso, so halt gelbes Kraut. Ja, gelbes Kraut stellt Zaubereinsätze wieder her, also... Zauber sind ja wieder begrenzt, wie in Dark Souls 1 auch, also... Sehen wir später, wenn es soweit ist. Und mit denen können wir ein paar Zaubereinsätze wiederherstellen, ohne am Leuchtfeuer rasten zu müssen. So, ich zünde die Fackel an, kletter hier hoch. Das ist übrigens gut hier an dieser Stelle das Ding anzuzünden, weil sonst übersieht man gern mal die Leiter hier. So, ich kann hier anzünden und kann jetzt einen Sprungangriff auf den hier machen. Wow. Sollte aber auf seinen Kumpel aufpassen, der hier Stress machen will. So, durch die Fackel sieht man auch schön die Tür hier, die man öffnen kann. Und hier drin findet man gleich seinen ersten roten geborstenen Augapfel, mit dem man theoretisch Spieler invasieren könnte. Also als garstiges rotes Phantom. So, dann zünden wir noch die Fackel hier an. Und die Fackel hier drin. Um uns hier schon mal ein bisschen Licht zu machen. Und man sieht, da unten sind auch bekannte Gegner, nämlich Basilisken, die im ersten Teil verfluchen konnten. Das sind so ungefähr eine der wenigen Gegnerarten, die aus dem ersten Teil übernommen wurden. Also keine Sorge, was das angeht. Die Entwickler waren hier wieder sehr kreativ. Und ja, der da drüben. Ich kann mir vorstellen, dass die 210 davon gekommen sind, dass einer von den Basilisken da runtergefallen ist und gestorben ist. So, jetzt sieht das ganze Gebiet doch ein bisschen netter aus, jetzt wo es so hell beleuchtet ist. Wir können hier runter hüpfen und können es verlassen, weil mehr können wir im Augenblick hier nicht machen. Durch die Nebelwand kommen wir, wie gesagt, nicht. Das war also das ganze Tutorial-Gebiet, auch wenn es in dem anderen Gebiet dann noch mehr geben würde. Also gehen wir jetzt mal raus hier. Und hier tauchen auch schon die ersten Nachrichten auf. Bereit? Ja, bin ich eigentlich. Sogar mit den ersten Blutflecken. Versucht Gesto dann hinter... Ja, die tollen englischen Sprüche mit dem Butthole, die dann übersetzt wurden. Schwäche Kopf, Vorsicht vor Tod. Ja. Davon werden uns sehr viele begegnen, Nachrichten und auch Blutflecken. Das sind einfach Symbole, wie ein Spieler gestorben ist. Also zum Beispiel der hier. An was auch immer er gestorben ist, es macht mir Angst. Und wir betreten Mertschula.
Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, es ist nicht mehr so düster wie bei Dark Souls 1. Also das Gebiet hier sieht sogar noch schöner aus als Anor Londo. Wer sich an Anor Londo erinnern kann. Ja. Also so schön hell und alles, auch wenn es ja ein bisschen trostlos wirkt mit den Ruinen und allem. Aber es ist halt nicht mehr so dunkel wie der Feuerbannschrein. So düster atmosphärisch, möchte ich sagen. Auch wenn die Musik ein bisschen was Depressives andeuten will. So, da ist das Leuchtfeuer vom Majula. Und das Leuchtfeuer, was wir am häufigsten sehen werden. Dieses Leuchtfeuer können wir entzünden und können auch gleich mal dran rasten. Gehen erstmal in die Gegenstandskiste und sortieren Sachen aus. Kräuter, die brauchen wir noch nicht. Menschenbilder halte ich gerne drin. Und alles andere brauchen wir noch. So. Das ferne Feuer, das ist das Hauptleuchtfeuer, was wir am öftesten besuchen werden. Weil, wie man sehen kann, man kann in diesem Spiel von Anfang an sich porten. Also im Augenblick sind wir in Majula, dort sind wir am fernen Feuer. Wir können aber auch dazwischen zur Feuerhüterbehausung uns porten. Wollen wir allerdings noch nicht machen. Im Augenblick nicht machen. Denn wir wollen uns in Majula umsehen. Denn Majula ist ein bisschen eine Mischung aus dem Feuerbannschrein aus Dark Souls 1 und dem Nexus aus Demon's Souls. Wobei mehr dem Nexus. Naja, gut, eigentlich wirklich eine Mischung aus beidem, weil in Demon's Souls war es so, dass man im Nexus Arcstones hatte, in die man in die Gebiete reisen konnte und jedes Gebiet für sich hatte. Hier geht man wirklich noch wie in Dark Souls 1 in die Gebiete und erkundet sie. Und ja, da haben wir gerade die erste Person hier am Feuerbannschrein gesehen, die wichtigste Person, nämlich die Smaragdbotin. Und mit der können wir Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse. I will remain by your side, till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Ja, wir haben einen Estus-Flakon erhalten, also den bekannten Estus-Flakon. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Ja, und hier steht schon, die Smaragdbotin gibt mir die Kraft zum Aufstieg. Also im Gegensatz zu Dark Souls 1 ist es wieder wie in Demon's Souls, dass man einen Charakter braucht, um aufzusteigen. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir oft nach Majula reisen werden. Einfach um aufzusteigen. Jetzt werden wir aber erstmal den Estus-Flakon, der übrigens nur eine Ladung hat, im Gegensatz zum ersten Teil, wo er 5 hatte, von Anfang an, ausrüsten. Und auch gleich mal auswählen. Das ist nämlich unser wichtigstes Heil-Item in dem Spiel. Auch wenn er nicht mehr so überpowered ist wie im ersten Teil. Kann ich euch mal kurz zeigen. Wenn wir nämlich trinken, tun wir das ziemlich langsam. Also auf jeden Fall langsamer als im ersten Teil. So, reden wir mal weiter mit ihr. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Ja. Also sie sagt uns schon mal, wir sollen mächtige Seelen suchen, die von großem Leiden heimgesucht wurden. Das meint sie damit. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. So that hope will not fade away. Ja, sie hat Hoffnung, dass wir es schaffen.
Und wir haben halt, solange wir halt Hoffnung haben und nicht den Verstand verlieren, können wir es schaffen. Aber ja, sie hat schon mal von vier großen Wesen geredet. Wem das bekannt vorkommt, Framed hat auch von vier großen Wesen geredet, die wir töten mussten, um ihre Seelen zu bekommen. Also ja, sozusagen ist sie zum Teil ein Framed. Also unser Wegweiser. Gucken wir mal, sie hat uns garantiert noch mehr zu sagen. Bearer of the curse. Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow you whole, as it has so many others. Ja, wir werden auf viele stoßen. Wir sind ja jetzt schon auf ein paar Hüllen gestoßen, die nicht mal das dazwischen geschafft haben. Und hier sieht man schon mal Estus Flacum verstärken. Damit können wir die Anzahl der Nutzungen für unseren Flakon erhöhen. Und wir können hier aufsteigen. Was uns allerdings noch nichts bringt, weil wir nicht genug Seelen haben. Und ach ja, ich habe immer noch diesen Bug. Nämlich, dass ich mit der Maus hier nicht richtig auswählen kann, was ich steigern will, außer ich scroll einmal durch. Aber das ist auch, ist ja halb so schlimm. Gut, aufsteigen können wir nicht, wir können aber noch mit ihr reden. Over the hill and past the forest is the king's castle. Where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of it. Ja, also sie hat gerade vom Königsschloss gesprochen, das wir später betreten werden, wenn wir die vier großen Seelen gefunden haben. Und dort hat König Wendrick die Essenz der Seele entdeckt. Und das hat halt zu all dem hier geführt, was wir noch erleben werden. Those who come to Dranglake seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all. Sooner or later. That blue knight at the base of the tower, his spirit is already broken. Although he does offer sound advice. Perhaps he is a foreshadowing of your own future. Also ja, sie erzählt uns gerade ein bisschen was über die Leute hier und auch über die Örtlichkeiten. Sie hat uns schon mal von einem blauen Ritter hier am Turm erzählt. Den werden wir als nächstes aufsuchen. That tiny thing inside the ruins. An ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom. Provided you find her on a good day. Ja, und sie redet über ein kleines Wesen in den Ruinen. Das wir nur an einem guten Tag ansprechen sollten. The sign you bear will drain your very souls. And without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope. Even when you have precious little time. Ja, und da spricht sie auch was an. Wir haben Seelen. Und mit diesen Seelen stärken wir unsere eigene Seele, damit wir nicht den Verstand verlieren. Und auch stärker werden natürlich. For when the undead dies, it is never truly dead, but only one step closer to hollowing. Not all undead are hollows, but all hollows were once undead. Also ja, die Höhlen, die wir bereits getötet haben, das waren alles mal Untote, so wie wir selber. Nur die haben halt ihren Verstand verloren. Und konzentrieren sich jetzt nur noch darauf, Sachen zu töten, die Seelen enthalten. If you find an Estus Shard, bring it to me. So that I may ease your burden. Ja, sie hat jetzt im Original gesagt, ease your burden, also dass sie meine Bürde lindern kann. Oder meine Bürde leichter machen kann. Das ist nämlich das, was wir brauchen, um den Flakon zu verstärken. Also einfach so können wir es nicht machen. Over the hill and past the forest. Und ja. Where am I? But whatever. Das war's schon, was sie zu sagen hatte. Lassen wir sie erstmal in Ruhe. Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen. Wenn man nämlich da hinten hinguckt,
sieht man es von hier aus nicht.